Erstes Buch, Susan Sonntag, wie wir jetzt leben, bei Hansa erschienen. Das sind 5 Erzählungen, die sind Mitte der 80er Jahre entstanden und jetzt neu aufgelegt. Die waren schon irgendwo erschienen, aber dieses Buch ist ganz neu. Susan Sonntag ist ja sowas wie die Greta Garbo der Intellektuellen. Sie ist 2004 gestorben und eigentlich war sie immer als Essayistin berühmt. Sie hat, es war ihr Kummer, sie wollte immer als Literatin anerkannt sein, aber ihr großes Thema waren die Essays. Von Anfang an Against Interpretation, über wie wir Fotografien betrachten, das Leiden anderer betrachten, Krankheit als Metapher. Aber sie hat immer versucht, nicht darauf reduziert zu werden, dass sie so gescheit ist, sondern sie wollte einfach eine Dichterin sein. Und letztlich ist sie aber als Essayistin besser als Erzählerin. Warum sollen wir trotzdem das hier lesen? Weil es schon die ganze Susan Sonntag ist. Die Titelgeschichte, Wie wir jetzt leben, ist eine Geschichte, ich habe gezählt, in der 27 verschiedene Menschen zu Wort kommen. Und letztlich sind alle 27 Susan Sonntag. Denn es sind Menschen, deren Freund, der namenlos ist, sehr krank ist, im Krankenhaus liegt. Die Krankheit wird nicht genannt, wir kommen so schnell dahinter. Es ist AIDS. Und im Grunde macht sich Susan Sonntag Gedanken, wie geht man jetzt mit AIDS um? Wie behandelt man so einen Menschen? Wie kommt man überhaupt klar mit dieser Krankheit, mit der Perspektivlosigkeit dieser Krankheit? Und der zweite Band ihrer Tagebücher, der vor einigen Jahren veröffentlicht wurde, der hieß, ich schreibe, um herauszufinden, wie ich denke. Und das ist oft bei ihr so, wenn sie erzählen will, sie schreibt, um herauszufinden, wie sie denkt. Es sind eigentlich eher Reflexionen als Geschichten, auch die anderen in dem Buch. Da ist zum Beispiel auch bei die wunderbare Erzählung darüber, wie sie als 14-Jährige zusammen mit einem Freund den berühmten Dichter Thomas Mann besucht in Pacific Palisades. Sie konnte da leicht hingelangen und sie hat einfach angerufen und gesagt, wir sind Schüler, wir möchten Sie besuchen. Und Katja Mann war sehr freundlich, hat sie dann eingeladen. Und sie erzählt jetzt, wie sie 14-jährig bei Thomas Mann zu Gast ist und wie ihr nichts einfällt, was sie Kluges fragen oder sagen könnte. Und sie registriert aber erstaunt seine bürgerliche Umgebung. Und sie schreibt tatsächlich den Satz, wir waren beide nicht in Bestform. Die 14-jährige Susan und der berühmte Thomas Mann. Das ist schon ganz Susan Sonntag, dass sie sich mit ihm eigentlich auf eine Stufe stellt und sagt, wir waren beide nicht in Bestform. Und von daher sind diese Erzählungen interessant, weil sie uns Susan Sonntag wieder näher bringen, so wie sie sich im Laufe ihres Lebens entwickelt hat. Im Moment ist ein großer Sonntag-Hype. Sigrid Nunes hat ein schönes Erinnerungsbuch geschrieben, Sempre Susan. Sie hat eine Zeit lang mit ihr und ihrem Sohn zusammengelebt. Und es gibt die große Biografie von Benjamin Moser über Susan Sonntag, 1000 Seiten. Aber dieses kleine Bändchen ist sehr berührend und sehr bewegend und Sie sollten es lesen. Susan Sonntag, wie wir jetzt leben. Buch Nummer 2, Nicolas Mathieu, Rose Royale, ein kleiner Roman, bei Hansa erschienen. Rose ist eine Frau um die 50, sie hat sich gut gehalten, sie ist immer noch schlank, sie ist immer noch hübsch, sie ist geschieden, ihre großen Söhne sind aus dem Haus, sie arbeitet als Sekretärin, sie hatte ein paar Beziehungen zwischendurch und es wird so klar, dass die nicht ganz harmlos waren, etwas gewalttätig und es klingt auch an, dass auch ihr Vater früher schon gewalttätig war und weil sie den Männern nicht mehr traut, hat sie sich im Internet eine Pistole gekauft, 9 mm, 650 Euro, die trägt sie immer in ihrer Handtasche. Abends, wenn sie mit der Arbeit fertig ist, fährt sie gerne in ein kleines Café, das heißt Royal, daher Rose Royal. Da sitzt auch ihre Freundin Jeanne und schneidet im Hinterzimmer Leuten, die kein Geld haben, für 10 Euro die Haare. Und die beiden Mädels trinken einen zusammen und schwatzen. Eines Abends gibt es draußen einen mächtigen Krach und danach, kurz danach, kommt ein Mann rein, der einen blutenden Hund auf dem Arm trägt. Das ist sein Hund, der ist gerade angefahren worden und er ist so schwer verletzt, dass man sieht, dieser Hund wird das nicht überstehen. Und Rose nimmt aus ihrer Handtasche die Pistole und gibt diesem Hund den Gnadenschuss. Da staunen wir schon sehr. Und im Buch fällt noch ein Schuss, ganz am Ende. Da sage ich aber jetzt nicht, wer schießt. Ich sage nur, Rose und dieser Mann kommen zusammen. Sie versuchen eine vorsichtige Beziehung. Er ist auch geschieden, er ist auch getrennt. Und es geht sehr schnell, sehr gut mit ihnen. Er hat ein schönes Haus, sie gibt ihr Apartment auf, sie gibt irgendwann sogar ihren Job auf, sie zieht zu ihm. Und sie gibt sich eigentlich zu sehr in sein Leben, als dass das gut gehen könnte. Und von Anfang an merkt man auch, da ist irgendein unguter Ton in dieser Beziehung. Und wie gesagt, ganz am Ende fällt wieder ein Schuss. Und dann hat sich die Anschaffung dieser Pistole
furchtbar, ja, was gerecht gelohnt. Ein kleines, feines psychologisches Meisterstück, Nicolas Mathieu, Rose Royale, bei Hansa erschienen. Buch Nummer 3. Martha Oriols, Der Moment zwischen den Zeiten, bei DTV erschienen. Das Buch fängt so an. Wir waren am Leben. Attentate, Unfälle, Kriege und Epidemien. All das hatte mit uns nichts zu tun. Wir konnten uns Filme ansehen, die über den Akt des Sterbens mit frivoler Leichtigkeit hinweggingen oder solche, die daraus einen Akt der Liebe machten. Aber was das wirklich heißt, sein Leben zu verlieren, davon hatten wir keine Ahnung. So fängt dieser Roman an und er handelt von einer Frau, die Paula heißt, Ärztin ist, und zwar auf einer Frühchenstation im Krankenhaus. Sie hat immer mit Babys zu tun und ist glücklich, wenn sie eins retten kann von diesen Frühgeborenen, wenn sie es durchbringt. Aber für ein eigenes Kind hatte sie nie Zeit und ihre Beziehung zu Mauro, einem Journalisten, kränkelt schon lange ein wenig. Und jetzt beschließt sie, es ist Zeit, dass Mauro und ich heiraten, dass wir ein Kind kriegen und dass wir diese ganze Beziehung etwas festigen und eine Familie werden. Und sie sagt zu ihm, ich möchte gerne mit dir Abendessen gehen, ich habe dir was zu sagen. Und er ist bereit, sie treffen sich an einem Fluss, an einem schönen Restaurant und sitzen zusammen und er sagt, ehe du jetzt anfängst, muss ich dir was sagen. Ich habe eine jüngere Frau kennengelernt. Ich verlasse dich. Ich will ein Kind von ihr. Und dann steht er auf, setzt sich auf sein Fahrrad, fährt weg und, als wäre das noch nicht genug, verunglückt tödlich an diesem Abend. Jetzt sitzt Paula da. Einerseits hat sie den Mann, den sie geliebt hat, verloren. Sie hat aber auch ihre Lebensperspektive verloren. Sie hat ihn auch verloren an eine andere Frau, obwohl er jetzt gar nicht mehr lebt. Hat sie diesen Schlag vorher noch hinnehmen müssen. Und sie weiß gar nicht, welches Gefühl bei ihr jetzt stärker ist. Das der Trauer, das des Zornes, das der Verzweiflung. Es ist, wie der Titel des Buches sagt, der Moment zwischen den Zeiten. Sie hat ihr altes Leben nicht mehr, sie hat auch noch kein neues, sie fängt verschiedene Beziehungen an, aber das ist für die alle noch viel zu früh und sie weiß überhaupt nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Sie pendelt in ihrem Leben hin und her und sie sucht sogar die Frau auf, mit der ihr Mauro leben wollte und sie stellt fest, das ist eigentlich eine nette Frau und die kann gar nichts dazu. Was für eine Geschichte. Mauro und ich waren viele Jahre ein Paar und dann waren wir es von einer Sekunde auf die andere nicht mehr. Vor ein paar Monaten ist er überraschend gestorben. Ein Auto hat ihn überfahren und mit ihm so viel mehr. Es ist ein Buch über die Mischung aus Schmerz, Trauer und Wut und wie man damit fertig wäre, würde oder werden könnte. Und sie weiß, sie muss vergessen, sie muss neu anfangen. Und die Autorin schreibt, doch wenn das so einfach wäre. Man müsste im selben Moment vergessen können, indem man es sich vornimmt. Es müsste auf der Stelle funktionieren, denn sonst wird das Erinnern zu einer Erniedrigung. Es ist das erste Buch von Martha Oriols und ich finde, ihr ist gleich mit ihrem ersten Roman ein großartiges Buch gelungen, eine Geschichte von Zorn und Fassungslosigkeit. Und eigentlich will man das Buch nach dem Lesen sofort einer Freundin schenken, weil es so viel mit uns allen, unseren Ängsten und Sehnsüchten zu tun hat. Der Moment zwischen den Zeiten. Ein sehr schöner, liebevoller Roman. Buch Nummer 4. Adeline Dieudonné, Das wirkliche Leben. Bei DTV erschienen. Für dieses Buch braucht man wirklich starke Nerven. Das ist ein Hammer. Es ist eine Geschichte über eine Familie, in der Gewalt herrscht. Es spielt in einer hässlichen Vorortsiedlung und ein Mädchen, die Tochter der Familie, erzählt. Und sie beschreibt ihren Vater, der immer gerne als Großwildjäger sich aufspielt, der wirklich auf Großwildjacht geht. Überall im Haus sind ausgestopfte Köpfe von geschossenen Tieren. An den Wänden hingen gerahmte Bilder. Darauf war mein Vater mit den toten Tieren zu sehen. Es war immer die gleiche Pose. Ein Fuß auf dem Tier, eine Hand in die Hüfte gestemmt, reckte er mit der anderen stolz und zum Zeichen des Triumphs sein Gewehr in die Luft, was ihn weit mehr wie ein Rebell im Adrenalinrausch eines Genozids wirken ließ, als wie einen Familienvater. Das Prunkstück seiner Sammlung, sein ganzer Stolz, war ein Elefantenstoßzahn. Eines Abends hatte er meiner Mutter erzählt, dass die größte Schwierigkeit nicht darin bestanden habe, den Elefanten zu erlegen. Das sei so einfach gewesen, wie eine Kuh in einem U-Bahn-Tunnel zu erschießen. Nein, am schwierigsten sei es gewesen, Kontakt mit den Wilderern aufzunehmen und der Überwachung durch die Ranger zu entgehen.
und dann noch dem warmen Kadaver die Stoßzähne rauszubrechen. Das sei ein richtiges Gemetzel gewesen. Also dieser Vater, der geht uns schon auf die Nerven, wenn wir nur beschrieben hören, was er für einer ist. Und nun erzählt die Tochter auch, was die Mutter ist. Die Mutter ist schüchtern wie ein Gespenst. Die Tochter sagt, eine Amöbe. Sie schleicht durchs Haus, wird ab und zu vom Vater grün und blau geprügelt. Und dann halten sich die Kinder möglichst raus, um nicht auch was abzukriegen. Die Kinder sind eben das erzählende Mädchen. Und ihr kleiner, junger Bruder, der ist erst 6 Jahre alt zu Beginn des Buches. Er heißt Gilles und sie liebt ihn. Er lacht so schön, er ist so lustig, er ist so fröhlich. Und sie beschützt ihn vor diesem gewalttätigen Vater. Eines Tages passiert etwas. Die Kinder wollen sich ein Eis kaufen, der Eismann kommt und sie gehen hin und während er ihnen auf die Hörnchen aus einer Maschine die Sahne drauf tut, explodiert diese Sahnemaschine und reißt dem Mann vor den Augen der Kinder das halbe Gesicht weg. Jetzt ist Gilles total traumatisiert und sie kriegt ihn auch nicht wieder ans Lachen. Er verschließt sich vor ihr, vor dem Vater sowieso, in der Familie ist eh keine Wärme, keine Liebe zu finden, aber Gilles verändert sich. In der Nachbarschaft verschwinden Tiere, Katzen, Hunde, auch die kleine Zwergziege der Mutter. Und allmählich kommt die erzählende Schwester dahinter, dass ihr Bruder diese Tiere fängt, foltert, quält und tötet. Und das ist kaum zu ertragen, wenn man das liest. Aber man muss bedenken, es ist ein gequältes Kind, was da schreibt. Und sie weiß, mein Bruder ist nicht böse, der ist verzweifelt und ich muss ihn da rausholen. Sie ist hochbegabt, sie hat einige Menschen, die ihr helfen. Sie will die Zeit zurückdrehen. Sie sagt, es muss doch möglich sein, eine Zeitmaschine zu bauen, dass Gilles wieder so wird, wie er war, dass er wieder lacht. Das gelingt natürlich so einfach nicht. Und die Sache spitzt sich in der Familie immer mehr zu, bis zu einem unglaublich dramatischen Höhepunkt, an dem das Ganze plötzlich bricht. Und man ist als Leser auch erleichtert, denn man hat es kaum ausgehalten bis dahin. Und dann löst sich die ganze Geschichte auf. Ich erzähle nicht wie, Sie sollen ja noch die Spannung haben. Aber ich sage Ihnen noch, warum man dieses Buch lesen sollte. Weil es das beschreibt, was ein Titel sagt, das wirkliche Leben. Was wissen wir, wie es in manchen Familien zugeht, wie viel Gewalt zwischen Eltern und Kindern ist. Und wie kann man damit überhaupt überleben? Und diese Schwester zeigt uns einen Weg der Geduld, der Güte und der Intelligenz, wie man auch aus solchen Situationen wieder rauskommt. Das Buch ist eine Granate und eine Wucht. Buch Nummer 5. Lilly King, Writers and Lovers. Das Buch ist bei Beck erschienen und hat mir enorm gut gefallen. Writers and Lovers, das heißt, es geht ums Schreiben und es geht um die Liebe. Und ich liebe immer Bücher, die vom Schreiben handeln. Dieses Buch zeigt, wie aus einem etwas verkorksten Leben, was gerade in eine Sackgasse geraten ist, nach und nach doch ein Roman wird. Die Hauptfigur heißt Casey. Sie studiert, sie hat einen Haufen Schulden angesammelt durch ihr Studium und sie muss jetzt kellnern, um die abzubezahlen. Das ist mit Kellnern gar nicht so einfach, aber wie sie das Kellnern beschreibt, ist schon sehr, sehr komisch. Ihre Mutter ist vor einiger Zeit gestorben, das tut ihr sehr weh. Die Mutter ist in Urlaub gefahren und einfach in dem Urlaub gestorben und sie hat sich nicht von ihr verabschieden können. Und auch das kommt in dem Roman vor, an dem sie herumschreibt. Und es fängt an am Anfang, ich verbiete mir strikt, schon am Morgen an Geld zu denken. Wie ein Teenager, der sich den Gedanken an Sex zu verbieten versucht. Wobei ich an Sex auch nicht denken darf. Oder an Luke. Oder an den Tod. Das heißt, keine Gedanken an meine Mutter, die in ihrem Urlaub letzten Winter gestorben ist. Ich darf an sehr vieles nicht denken, wenn ich morgens schreiben will. Luke ist der Freund, von dem sie sich getrennt hat. Und weil sie kein Geld hat, wohnt sie in einer Garage bei einem reichen Schnösel, der sie da wohnen lässt. Dafür muss sie seinen Hund ausführen. Und er sagt zu ihr, also Casey, dass du schreiben willst, ich wundere mich, hast du denn überhaupt was zu sagen? Und sie hat was zu sagen. Sie hat zum Beispiel was zu sagen über die beiden Männer, die sich um sie bemühen. Sie weiß noch nicht so recht, ist sie in den einen oder den anderen verliebt. Der eine heißt Oscar, ist ein erfolgreicher Schriftsteller, Witwer, hat 2 Söhne und ein picobello fein aufgeräumtes Haus, was eigentlich gar nicht so Caseys Sache ist. Er steigt ihr aber sehr nach. Und der andere heißt Silas, ist ein Träumer, ist genau das Gegenteil von Oscar und ist nicht mal in der Lage, sie irgendwann richtig zu küssen, träumt immer nur vor sich hin und stellt Fragen wie, kellnerst du morgen Abend auch, sagte er, ja, und übermorgen, ja, eigentlich jeden Abend, wieso? Ich versuche mich mit dir zu verabreden.
Und dann sagt Casey, ich kann mich aber nicht mit einem Mann treffen, der in 3 Jahren nur 11,5 Seiten geschrieben hat. Sowas überträgt sich. Das heißt, sie schreibt jeden Tag und dieser Schluffi da hat in 3 Jahren 11,5 Seiten geschrieben und sie weiß, das kann auch nicht ganz das Richtige sein. Und so wird langsam aus ihrem Leben und ihrem Erzählen ein Roman, den ihr 20 Verlage zurückschicken. Aber was weiß man am Ende? Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen ein Zitat der Autorin vorlesen, die gesagt hat in einem Interview, ich widme diesen Roman all den Frauen, die in alten Pantoffeln in Einfahrten stehen und auch sonst allen, die an einem Traum festhalten, der ihnen abhanden zu kommen droht. Also raus aus den Pantoffeln, dieses herrliche Buch lesen. Es gibt Sinnvolleres, als in alten Pantoffeln in der Garagentür zu stehen und wie hier aus Schreiben, aus Leben schreiben wird und aus Schreiben dann doch auch wieder Liebe und wie alles immer irgendwie weitergehen muss, das ist sehr vergnüglich und sehr schön zu lesen. Writers and Lovers von Lily King. Buch Nummer 6. Ray Curtis Cloris. Das ist ein ganz junger Mann, kann man ihn hier sehen. Der hat einen Roman geschrieben, der mich aus den Socken haut. Ist erschienen im Beck Verlag, CH Beck. Und Cloris ist eine nette alte Dame, 72 Jahre alt, die mit ihrem Mann Mr. Waldrip, der auch immer nur Mr. Waldrip heißt, einen Rundflug macht mit einem Piloten namens Terry in einer kleinen Cessna über den Bitterroot National Forest. Und die kleine Cessna stürzt ab. Der Pilot kämpft noch ein bisschen, bis er endlich tot ist. Herr Mr. Waldrip ist sofort tot und unsere Cloris ist nicht mal verletzt. Sie hat ein paar Schrammen, aber sie rappelt sich auf, sieht ihren Gatten in einem Baum hängen. Ein Stiefel ist weit weggeflogen und sie sitzt da und überlegt sich, was mache ich denn jetzt? Und nach einer Weile weiß sie, ich habe überlebt und ich will auch weiter überleben, denn sie ist sehr fromm. Sie geht immer in die Methodistenkirche und sie weiß, hier hat Gott ihr jetzt eine Prüfung auferlegt und diese Prüfung will bestanden sein. Cloris hat eine Handtasche mit ein paar Karamellbonbons, mehr hat sie nicht dabei, aber sie hat eine gute Erziehung, die verbietet ihr sogar fast, sich hinter einen Busch zu setzen und ihr Geschäft zu machen. Sie schämt sich. Sie war ihr Leben lang Bibliothekarin, sie ist auf sowas wie das hier nicht vorbereitet. Aber sie sieht, Mr. Waldrip hat die guten Alligatorenstiefel an, die sie ihm mal geschenkt hat, die sind wasserdicht. Also nimmt sie einen davon, weil sie weiß, damit kann sie Wasser schöpfen, wenn sie irgendwo Wasser findet und kann Wasser trinken. Und dann marschiert sie einfach los und denkt nach über ihr Leben, über all die Leute, die sie hinter sich gelassen hat, was jetzt wohl werden wird, wie ihre 54 Jahre Ehe waren. Und dass sie das erzählt, zeigt uns, sie hat es überstanden, denn es wird rückblickend von der noch älteren Cloris Waldrip erzählt, sodass wir uns die Sorge nicht machen müssen, was passiert ihr, übersteht sie das? Wir wissen, sie übersteht es. Und es hilft ihr jemand dabei. Sie sieht irgendwann ziemlich am Anfang in der Ferne einen Mann mit einer Kapuze und sie sieht am Abend, sie sieht von Weitem einen Rauch aufsteigen, da muss ein Feuer sein, da geht sie hin und in der Tat, da ist ein Feuer und da liegt auch ein bisschen was zu essen für sie. Und das wiederholt sich. Also weiß sie, irgendwo in diesem Wald ist noch jemand, der ein Auge auf sie hat. Es sind aber nicht die Ranger, die sie suchen, denn diese Geschichte wird parallel erzählt. Eine Rangerin namens Debra, die ihr Leben ordentlich in den Sand gesetzt hat, die hat immer eine Thermoskanne dabei, in der kein Tee ist, sondern Merlot und so, seufzte sich den ganzen Tag über einen an die Hucke. Diese Rangerin sucht und gibt nicht auf, Cloris zu suchen und ist immer unterwegs. Und je länger wir aber bei Cloris verweilen, desto weniger glauben wir, dass die überhaupt noch gefunden werden will. Es ist der klassische Topos, Mensch in der Wildnis, auf sich allein gestellt, findet zu sich selbst. Sie entdeckt in sich Möglichkeiten und Überlebensstrategien, von denen sie nicht wusste, dass sie die hatte. Und sie ist im Grunde gar nicht ganz unglücklich, zumal dieser Fremde, den sie irgendwann auch kennenlernt, ihr immer ein bisschen hilft. Und irgendwie fängt dieses Leben sogar an, ihr zu gefallen. Und ich verrate jetzt nicht, ob Debra sie findet oder wer sie findet oder was aus dem Mann mit der Kapuze wird. Ich sage Ihnen nur, das ist ein wunderbares Buch. Und es war ja wochenlang oder monatelang auf den Bestsellerlisten Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse. Da ging es um das kleine Mädchen Kaya, das in der Wildnis überlebte. Hier ist es jetzt eine alte Dame, eine mit sehr viel Witz, mit sehr viel sprühender Intelligenz. Und es ist eine großartige Geschichte. Und sogar Debra, das verrate ich, kriegt am Ende ihr Leben wieder auf die Reihe. Also lesen Sie Ray Curtis, Cloris, und werden Sie selber so eine energische alte Dame. Ich bin auf dem besten Weg dazu. Ich würde auch überleben im Bitterroot National Forest. Ha!